like his jump tuck. We're doing it! This is it! We're meant to be! Meant to be! And they're taking it! They're sucking it out of our lives! We are all protected! Was geht hier einfach ab? Hi zusammen, ja. Ich stehe jetzt hier gerade am Strand von Uvita. Ich habe über Uvita gar nicht viel erzählt. Wir waren jetzt 3 Tage eben in Uvita. Uvita ist also eine kleine Stadt oder ein kleiner Ort irgendwo an der Küste mit so einer lustigen Schwanzflosche. Also die Bucht sieht halt aus wie eine Walflosse und rennt so durch 2 Strände. Und hier sind halt ein Haufen Leute, also junger Backpackers und Volunteers und alles Mögliche. Und wir haben jetzt diese 3 Tage leider rum. Und unser Flug von San Jose geht jetzt dann übermorgen wieder zurück nach Panama, dann nach Paris und dann nach München. Naja, und es ist wirklich so, ich würde fast sagen, es ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Ort unserer ganzen Reise gewesen. Und ich habe echt viel erkannt hier. Und es fällt mir echt ultra schwer, hier wegzufahren. Und ich bin schon die ganze Zeit am Strand mit der Nadia. Man kann halt auf so einer Reise, und das habe ich erkannt, halt sehr viele, viele Landschaften sehen, Kulturen sehen, Geschichten sehen, Aktivitäten ausprobieren, wie das Schnorcheln oder das Kajakfahren oder das Surfen oder das Wandern oder Vogelbeobachtung oder was wir nicht alles gemacht haben. Aber das sind alles Erinnerungen, die dir natürlich bleiben, aber nichts ist so intensiv und nichts so toll, wie wenn man einfach tolle Leute kennenlernt und mit denen eine wundervolle Zeit einfach verbringt. Das ist einfach, das ist das Nonplusultra jeder Reise für mich. Und ganz besonders hier in Uvita. Wir haben so geile Leute kennengelernt. Ich möchte namentlich nennen die Ellie aus Kalifornien und die Marina aus Hamburg und dann noch 2 Österreicher. Ich weiß die Namen leider nicht. Ich bin mit Namen nicht so gut, tut mir sehr leid. Aus Wien und noch 2 weitere Mädels aus, wo kamen die her? Buxtehude oder so? Jedenfalls. Und so geil. So geilen Urlaub mit euch hatte ich. Ey, das war einfach toll. Es ist wirklich schweren Herzens, jetzt hier wegzugehen und zurück nach Deutschland zu gehen. Also, und ganz besonders das Flutterby, die Bar Flutterby, die Surferbar. Richtig geil. Keine Stereotypen. Wirklich ein Haufen junger Leute. Alle durchreisende Volunteers, alle Surfer oder Abenteurer und auf der Durchreise irgendwo hin. Und es ist einfach, Uvita ist einer der geilsten Orte, die ich je in meinem Leben bereist habe. Ich habe wirklich ganz schwer zu kämpfen, damit jetzt hier, hinter mir ist der Pazifik, hier wegzugehen, meine Sachen zu packen und nach San Jose zu fahren. Alex mit seiner Wunde, wir haben hier echt was erlebt, also durch den Biss. Er wurde ja gebissen von einem Stingray oder ein Stachelrochen, glaube ich. Da wurde er gebissen und war verletzt und dann haben wir uns um ihn gekümmert. Jetzt ist er mit dem Fahrrad rumgefahren. Wow. Ich hätte nicht so viel erwartet von Costa Rica. Aber es gibt keinen anderen Weg. Manchmal müssen wir einfach gehen.